So, und weiter geht's. Was könnte ich benutzen? Oh, da ist er ja! Oh mein Gott! Wie kommt er hierher? Warum ist er da? So, geh einfach mal weg, bitte. Ja, sehr nett von dir. Was liegt hier eigentlich auf dem Sessel drauf? Habe ich das überhaupt schon mal angeguckt? Verteidigungsgegenstand. Vorne läuft er rum. Kommen wir noch mal hin, wenn wir da hochgehen? Ach ja, genau, hier war glaube ich eine Sackgasse. Ja. Ja. Okay, der kommt wieder angelaufen. Warum kommt er jetzt hier hoch? Kommt er überhaupt hoch? Nein, der kommt gar nicht hoch. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht runtergeht. Nein, der ist unten. Dann gehe ich mal dahinter. Die war abgeschlossen, ja. Und durchsuche da hinten mal die Schubladen. Da bin ich da vorhin lang gelaufen. Aber wie gesagt, ich finde es ganz komisch, dass ich theoretisch schon in jedem Raum war, wo ich rein kann. Trotzdem nichts findet oder halt mal ansatzweise weiß, wo ich was kriegen kann. Deswegen vermute ich mal, dass in irgendwelchen Schubladen was ist, die ich noch nicht durchsucht habe. Da kannst du Fernseher anmachen und Lärm machen. Da könnte ich ihn zumindest mal aus dem Erdgeschoss weglocken. Vielleicht. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nein. Der läuft jetzt im Erdgeschoss rum. Der ist direkt unter mir. Ich versuche jetzt einfach nochmal in den Keller zu kommen. Ja, Old MacDonald, du mich auch. Kannst du durchkriechen? Nein, da ist ein Gitter davor. Das Problem ist, ich sehe es kommen. Den kannst du wahrscheinlich nicht holen. Auf einer anderen Etage stecken geblieben. Okay, der kommt gerade hoch. Ist er nicht hochgekommen? Ach nein, dann läuft er immer noch da unten rum. Oh nein, da ist er. Der sieht mich aber noch nicht. Der sieht mich noch nicht. Ach, fuck.
Dr. Reed, do you really think you'll get away with this? I will regret you were born. Ich habe keine Ahnung, welche Tür offen war und welche nicht. Die war offen, definitiv. Don't go away. Wo kann ich mich verstecken? Hier kann ich mich verstecken. Und jetzt verschwind einfach. Are you doing some overtime? Ach, verdammt. Bleib ruhig. Okay. Nothing left to eat. It's all moldy. So. Der geistert hier wieder im Esszimmer rum. Wenn er so läuft wie vorhin, dass er hier jetzt rechts die Tür rausgeht, laufen wir dem hinterher. Bis in den Flur. Und dann kann er rumlaufen, wo er will, solange er hier oben bleibt. Und ich gehe in Ruhe in den Keller. So ist der Plan. Und er scheint aufzugehen. So, wo war der Flur? War der hier? Die Tür hier ist abgeschlossen. Ich warte ja drauf, dass mich so ein Ding irgendwann mal anspringt, wenn ich dran vorbeilaufe. Oder ist er? Verstecke ich mich mal. Der müsste links von uns sein. Ja, da ist er. I just want to sleep. Dann geh doch schlafen, du Vollidiot. Okay. Da oben bleib, gehe ich hier rechts die Treppe runter. Kommt er jetzt ernsthaft zurück? Sieht er mich? Oh, er geht hoch, er geht hoch. Oh mein Gott. Das ist einfach das Beste, was jetzt passieren konnte. Also zumindest mal aus dem Grund, dass ich runter will. Ob ich unten richtig bin, ist wieder was ganz anderes. Jetzt habe ich mal ein bisschen Luft. So, was haben wir hier? Nix. Auch nix. Okay. Was haben wir hier? Das ist ein Radio. Nein, das lassen wir jetzt lieber mal. So, Tür zu. Das hier ist abgeschlossen. Da kann ich aktuell nichts machen. Da kann ich nichts machen. Waffe. Das habe ich schon benutzt. Hier ist nichts.
Ist jetzt unten. Oder im Erdgeschoss. Okay, auf jeden Fall nicht hier unten. Ja, ich habe keine Ahnung. So war ich im Erdgeschoss schon überall. Vorne ist die Tür. Da kann ich mich verstecken. Ah. Ach so, nein, Stromgenerator. Ja, aber wenn es Licht anlässt, dann muss das Haus ja Strom haben. Warum funktioniert dann hier so viele Sachen nicht? Einfach mal dummes Kabel damit benutzen. Diese Momente, wenn man nicht weiß, was man machen soll, einfach alles mit allem verbinden will. So, rauskommen wir wahrscheinlich immer noch nicht. Nein. Ja, so, was ist hier? Zwei Schubladen, die habe ich definitiv schon durchsucht. Mr. Felton, Sie könnten jetzt einfach mal tot umfallen. Wäre ein ganz guter Deal, glaube ich. So, ich bin im Erdgeschoss. Das heißt, da ist wieder die Küche, da ist wieder der Speiseraum. Ein Versteckschrank oder ein Aufmachschrank? Ein Versteckschrank. Das Teetischchen. Noch eine Waffe. Der müsste über mir sein. Da war abgeschlossen. Esszimmer, Küche. I need to take my pills. Dann nimm deine Pillen und lass mich in Ruhe. War in der Küche noch irgendwas? Nein, 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 nein. Nein. Ist der jetzt wieder unten? Oder höre ich den immer noch oben rumlaufen? Kann ich mit dem Kabel den Ofen öffnen? Nein, natürlich nicht. Ich verstehe es nicht. Was soll ich machen? So, aktuell suchen, am Suchen bin ich. Den Türknauf für den Ofen und ein Hebelwerkzeug für den Schlüssel. Aber ich finde weder das eine noch das andere. Gibt's auch noch so viel verschlossene Türen? Ich bin mir irgendwie nicht ganz so sicher, wie ich die aufkrieg. Ja, mit Schlüsseln, klar, haha. So im Keller war nix, da muss es oben sein.
So, der gute Mann ist auch oben. Da läuft er rum. Gehe ich mal hier lang, weil hier war ich doch überall schon. Wenn ihr sehen solltet, dass ich hier irgendwo irgendwas übersehe, dann schreibt es in die Kommentare, weil ich bin hier ein bisschen ratlos gerade. Oder wenn ihr mit mir zusammen rätseln wollt oder Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr es schon kennt, bitte nicht spoilern. Zusammen rätseln, sehr gerne. Sagen die Bilder irgendwas aus? Nein. Kannst du da einfach eine Scheibe einschlagen und rausgehen? Also. Ich glaube, der Zeitpunkt, um höflich zu sein, ist vorbei. Sind die vernagelt, die Fenster? Ah, da könnten Gitter davor sein. Das hätten wir bestimmt am Anfang irgendwo gesehen. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich will dann auch nicht rennen und jetzt läuft man so langsam da rum. Zum Verstecken. Was macht denn der da? Was hat denn der da eben gemacht? Okay. Das will ich jetzt wissen. Hat er da jetzt einfach nur die Tür zugemacht? Das hat ganz komisch ausgesehen, was er da getrieben hat. Bück dich nicht so nach vorne, wenn du nackt bist, Mann. Jetzt müsste er theoretisch in seinem Arbeitszimmer sein. Hat er da irgendwas gemacht? Der hat hier an der Pflanze rumgewühlt, oder? Ja, der Speiselift. Hier kann man wieder speichern. Frau Felten, möchten Sie mir nicht ein bisschen helfen? Das kennen wir ja alles schon. Ich renne jetzt einfach mal. So, hier im Bad war auch nichts mehr. Ich habe jetzt. Vielleicht habe ich irgendwo einen Zettel übersehen, der irgendwas triggert, wie vorhin die Uhr. Ach, die Uhr. Die, den Kronleuchter. Oder vielleicht doch irgendwo bei dem im Büro. Dann nimm deine Pillen.
Hier war auch nichts mehr. Die Tür war verschlossen. Okay. Stimmt, ich habe ja, hab ich was geworfen? So, ist er jetzt hier oben? Hier sind so viele Sachen, mit denen man irgendwie, die man zum Aufhebeln benutzen könnte. Ich muss das Ding abnehmen. Ach fuck. Du siehst mich jetzt einfach nicht, okay? Das ist doch ein Deal. Was macht er an dieser Pflanze? Er vielleicht rennt er deswegen mit der Sichel doch, er sammelt da irgendwas ein. Da müssten doch jetzt eigentlich diese alten Männereier rumbaumeln. Oh mein Gott. So weit ist es schon. Oder macht er das, dass ich die Chance habe, hier unbemerkt zu verschwinden? Natürlich steht er genau jetzt auf. So, nach rechts geht's wieder zu seiner Frau. Da wollen wir nicht hin, da waren wir eben. Ist hier irgendwas? Nein. Nein. Ich will noch mal gucken. Nö, nee, hier ist nichts. Also auf dem Teppich können wir auf jeden Fall rennen. Der dämpft die Schritte. Können wir so Stück für Stück ein paar Meter gut machen. Und, wenn mich nicht alles täuscht, müsste diese verschlossene Tür hier die kleine Tür in seinem Büro sein. Oh nein! Ja gut, kann ich jetzt nicht mehr verhindern. Und ich gehe mal wieder runter. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Geh mal hier rein. Come on! This is not funny! Also er müsste deine Sichel falsch rum, Kumpel. Die kann er mich schon nicht sehen. Hat er eben an die Tür geklopft? Hat er da eben dran geklopft? Jetzt geht der wieder runter. Ich will doch auch runter, Mann. Nehmen wir mal das Ding hier mit. Was? Oh nein. Nee, 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 da kann ich mich jetzt gerade echt nicht verstecken. Ich versuche mich im Schrank vom Zimmer von der Frau zu verstecken. Sein, dass er da gar nicht reinkommt. Jedes Mal, wenn wir uns hier versteckt haben, ist er uns da nicht hinterhergerannt. Der war nur das erste Mal hier drin für die Cutscene, wo wir mitgekriegt haben, dass er seiner Frau immer die Musik anmacht.
Wir haben doch vorhin was gelesen, dass die Drogen, die der da herstellt, zu Schizophrenie und so einem Krempel führen und Halluzinationen. Vielleicht ist er schizophren, hält sich selbst für seine Frau. Und er hat die Leiche hier. Oh, wie hat er sie genannt? Jennifer? Und bei dem Gespräch hat er auch gesagt, dass die Adoptivtochter Jennifer heißt, obwohl sie eigentlich Celeste heißt. Ich glaube, neben seinem verdrehten Kopf ist er einfach seine Frau. Und die Leiche ist seine Tochter, um die er sich noch kümmern muss. Kommt mir zumindest so vor. Okay, ich glaube, das hier ist ein Safe Room. Hier passiert mir nichts. Hier konnte ich mich bis jetzt immer zurückziehen, ohne dass er mir nachgelaufen ist. Okay, auf jeden Fall. Werde ich hier jetzt mal das Spiel speichern. Und die Aufnahme für den Moment beenden. Weil manchmal rennt man da 100 Mal an irgendwas vorbei, was man braucht, und sieht es einfach nicht. Wenn man dann mal eine kleine Pause macht, geht man da wieder ein bisschen entspannter an die Sache dran. Deswegen sehen wir uns bei der nächsten Folge von Remothered. Und bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal.